Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Liebe, Sex, Tod, die zweite. Mir gegenüber sitzt wie immer Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Ihr habt einen stressigen Tag heute, habe ich gehört. Wir haben lauter Promos und Marketing und gar nicht kreativ arbeiten konntet heute. Ach na, ich würde es ja gerne umformulieren irgendwie. Wir haben uns umstrukturiert und wir machen jetzt nur noch einen Tag in der Woche Admin Day sozusagen. Ja. Und als Highlight dazwischen, damit wir auch mal was Schönes haben, den Podcast. Kommst du? und die anderen drei Tage in der Woche dürfen wir wie die Kinder sein und unsere Songs schreiben und die Texten. Und das funktioniert super. Wir haben uns jetzt endlich mal wieder wegen sinnvollen. Wir haben uns die ganze Woche gestritten, aber eigentlich nur wegen der Arbeit. Also, okay. Beim Liedermachen. So, das macht schönes Spaß. Streiten. Es war auch witzig, weil Sophie und ich, meine Frau, wir sind vorgestern unten entlang gegangen und ihr saßt da im Restaurant und das war gleich das Learning vom letzten Mal, weil ich wusste, ihr textet gerade und Sophie wollte zu euch, um mit euch zu quatschen. Ich habe sie sofort weggezogen, weil ich wusste, ihr seid gerade im Schaffensprozess, da darf man nicht stören. Und, wir waren nicht nur im Schaffensprozess, wir waren auch im Streit. Oh. Also wir haben uns echt total irgendwie gestritten, aber es war ein guter Streit. Worum ging's? Es war total toll. Naja, das ging einfach, wir müssen ja, wir schreiben gerade an unserem nächsten Musical. Ich glaube, die Fans wissen schon, was es ist, aber wir dürfen es noch nicht erzählen. Aber es ist jetzt ja nicht so schwer zu erraten. Und es ist eigentlich dann dabei immer die Temperatur, also wie nähern wir uns den Charakteren, und das macht so einen Spaß, da reiben wir uns total und dichten uns dann, das würde sie nie sagen oder das würde er nie so sagen und so. Und naja, und das Ding ist halt, um ganz ehrlich zu sein, wenn man Texte schreibt zusammen, diskutiert man dann und auf einmal geht es ins Persönliche. Mhm. Dann geht es auf einmal, dass man sich so, naja, du bist doch genauso. Ja, du bist ein bisschen oberflächlich, was das. Ich bin nicht oberflächlich. Und schon, also das ist jetzt nur ein Beispiel, das aber ist spannend. Schon baut sich das auf. Und in dem Moment, wir waren gerade ein bisschen still. Ich glaube, Peter meinte, so, jetzt bist du aber still. Jetzt ist Juli, kommt gerade hier vorbei. Du bist jetzt still. Und weil ich bin ein bisschen zu laut. Und also Peter ist auch laut, aber wir haben uns gerade zusammengerissen, als ihr vorbeigegangen okay. seid. Aber es wäre nicht so ein gutes Gespräch gewesen. Ja, siehst du, das habe ich gleich gespürt. Aber spannend, weil das letzte Mal haben wir aufgehört mit dem großen Cliffhanger, dass wir heute vor allen Dingen über das Rosenstolz kennenlernen sprechen wollen. Also wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, ihr seid nach Berlin gekommen, ihr habt im Osten gewohnt für 30 Mark im Monat. Wirklich, das ist kann man sich nicht mehr vorstellen, einfach heutzutage. Und dann hat Ulf gesagt, und da haben wir dann auch Anna R. ziemlich schnell kennengelernt. Wie wollt ihr darüber quatschen? Wie war das? Ihr wart noch neu in Berlin. Anna R. war, glaube ich, sehr ursprünglich Berlinerin. Die war da schon da. War dann relativ schnell klar, ihr macht es zu dritt. Oder wie war das zusammen? Lass mal vorne anfangen. Wie habt ihr sie kennengelernt? Wie hat man sich dann als Band gefunden? Naja, es war so, dass wir, Ulf und ich hatten die Wohnung von Marc, ne? Marc Pohl. Ja, und die hatten wir zur Untermiete sozusagen bekommen. Das waren aber auch 30 Mark oder so. Mhm. Und das war klar, dass die nur temporär ist, aber auf jeden Fall dieser gemeinsame Bekannte. Also dieser gemeinsame Bekannte hat einen anderen Bekannten, dem wir erzählt haben, Peter will Musik machen und Peter sucht einen Sänger oder eine Sängerin. Und dann kam halt eben die Idee, ich habe, der Bekannte, ich weiß den Namen nicht mehr, ist auch egal. Auf jeden Fall meinte dann dieser gemeinsame Bekannte. Das ist doch geil, ne? Wir reden jetzt immer von gemeinsamen Bekannten. Der meinte dann halt eben, ich kenne Mädel, die hat gerade nichts zu tun. Ich glaube, die hat eine schöne Stimme und die singt gerne. Die sitzt gerade den ganzen Tag vorm Fernseher, weil sie arbeitslos ist. Ich schicke die einfach mal vorbei. Die wohnt hier auch in der Nähe, gleich in der Nebenstraße. Und das war Anna. Genau. Und wie hat man sich dann musikalisch gefunden? Weil nur weil jemand eine schöne Stimme hat und gern vorm Fernseher sitzt, weiß man noch nicht sofort, dass das dann so harmoniert. Also wie waren die ersten Treffen? Wir machen das immer so. Also falls jetzt irgendeine Hörerin oder gern vorm Fernseher sitzt, so eine schöne Stimme hat. Die Briefe, aber erstmal direkt an Juli. Ja.
Schreibt meine DM. Also für die Jüngeren unter euch, es gab weder Handy noch Telefon im Osten auch nicht. Tatsächlich, also es gab natürlich Telefone im Osten, aber nicht in den Wohnungen, die, die so unsere Generation damals hatte. Das heißt, also man ist hingegangen, in da wo Anna gewohnt hat, das hieß Oderbruchstraße, ne? Und oder haben wir. Oh nee, wir haben in nicht Oderbruchstraße. Wir haben in der Oderstraße gewohnt und sie in der Grünberger oder? Grünberger. Ja, ich glaube, und ja. Also hingedackelt, Zettel an die Tür und dann kam sie wieder und. Na, ich glaube, Peter war nicht da. Sie kam zu mir, ich habe die Tür aufgemacht und ich kann mich noch erinnern, es ist so lustig, vieles habe ich vergessen, aber wie Anna vor der Tür stand, ich fand sie irre sympathisch und sie war ziemlich aufgeregt. Und ich fand es aber auch cool, dass da einfach, da kommt so ein Mädchen vorbei und klingelt und sagt, du, ich wollte mich mal vorstellen, ich habe gehört, ihr sucht eine Sängerin und ja, hier bin ich. Ne? Mhm. Und ja, also ich weiß noch genau das Gefühl, das ist ja so, wie man sich verliebt oder so. Ich fand Anna gleich vertraut. Mhm. Also mir ging es jedenfalls so. Ja, und ich bin dann zu ihr gedackelt und mit diesem Katlenburger Erdbeerschaumwein, ich glaube, so hieß das damals immer, und einer Kassette, also ein Tape von meinen Liedern, die hießen ja immer Peter Plate in France, das haben, glaube ich, haben wir letztes Mal erzählt, ne? und diese Kassetten, und kommen dann rein bei ihr und wir haben gequatscht und es war wirklich auch total nett, aber sie meinte dann gleich, nee, so, eigentlich suchst du einen Jazz-Pianisten. Mhm. Und ich kann kein, du, ich bin weder ein Pianist, Jazz, noch kann ich Jazz. Ja. Und dachte, Mist. Und so, und Schlagzeug will ich auch nicht. Und ich dachte, Mist, also meine Kassette ist jetzt echt totaler Mist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hast du nicht Lust, dass wir zu mir gehen? Und dann sind wir halt rübergegangen. Das waren jetzt so ein Weg von 4 Minuten. Ja. Und haben gleich zusammen Musik gemacht. Und hat es dann gleich so gevibed oder musste man sich erst, also sie will Jazz, du magst keinen Jazz, wie hat man sich da angeglichen? Na, das Tolle war, ich hatte ein Lied geschrieben, wenn meine Erinnerung Quatsch erzählt, kannst du mir immer helfen, aber ja. Es war, glaube ich, so, das Lied hieß Bestes Stück. Ja. Und das war schon irgendwie so. Ich bin jetzt in Berlin angekommen und das hatte schon so was Kleinkunstmäßig. Weißt du, was Kleinkunst ist? Ja. Ja. Hatte, also für die Hörer, das Kleinkunst, wie beschreibt man Kleinkunst? Das war damals in Berlin total in. Ja, das war halt, also wir waren riesen BKA-Fans. Das war, und Tim Berliner, Fischer zum Beispiel, also Berliner Kabarett. Also nicht. Ja, ich liebe die Polizei. Mega Polizei-Fans. War mein Ding, ja. Obwohl, ja, Ulf stand auch auf Polizisten, aber das ist eine andere Folge. Das ist eine andere Folge, genau. Sexuelle Vorlieben. Nee, aber ich weiß noch, also das, wie gesagt, das war Tim Fischer, war zum Beispiel ganz groß angesagt, Joshua D., das sind alles so eine, also man sagte immer Kleinkünstler, also Chanson, die Chanson machen und auf kleinen Bühnen auftreten und aber in Berlin halt ein riesen Publikum angezogen haben. Und ich weiß noch, beim besten Stück, wir haben immer gesagt, das ist so Annette Humpe-mäßig, das ist so idealmäßig. Also jetzt sehe ich das jetzt nicht mehr so, aber wir fanden das mega cool. Und ich kann mich erinnern, du hast es mit Anna, ich glaube, Bestes Stück, aber auch noch ein englisches Lied. Genau, Why are you so far away? Das hast du nämlich damals für mich geschrieben. Ja. Es war so ein Liebeslied an mich und du kamst nach Hause und ich war mit Freunden da und du hast uns das vorgespielt. Und ich fand Annas Englisch schrecklich. Also die hat so ein DDR, so ein ja, also ein ganz komisches Englisch gehabt. Aber eher Russisch, ne, als Englisch in den Schulen? Nee, irgendwie. Das wäre cool gewesen. Nee, aber mit so einem Texas-Akzent, weil sie dachte, so macht man das. Okay. Why? aber Bestes Stück fand ich umwerfend toll. Und ich fand es irgendwie richtig cool, wie sie gesungen hat. Und wann habt ihr damals schon angefangen, zusammenzuschreiben? Ulf und ich? Ja. Nee, noch nicht, ne? Okay. Also noch nicht für, also nee. Es gab ja noch nicht mal den Namen Rosenstolz und wir hatten auch, wir hatten mal probiert, dass Ulf mitsingt und das war Sunday Everyday war der Song. Ja. Und You Bring Me Flowers. Nee, das ist, nein, das Ding ist, ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen,
ich habe mich so identifiziert, also mit Anna und Peter, den Namen Rosenstolz gab es ja nicht. Ich fand das ganz, ganz toll und es war ja auch so ein geheimer Poptraum von mir, aber es war nicht mein Traum. Also ich dachte, das ist Peters Traum und ich habe meinen Traum als Schauspieler. Vor allem, du fragst, ob es dann gleich gewiped hat, sozusagen, dass ich glaube, das kann man nur mit Ja beantworten, weil es für Anna und mich immer so ganz klar war, wir hatten immer, nach jedem Treffen haben wir die nächste Verabredung klar gemacht. Das ist was Tolles, weil kein Handy, kein nichts, sondern du hast dich ja damals verabredet und das hat man dann auch eingehalten. Mhm. Also man ist zu 100% gekommen und das war toll. Und wir fingen an mit einmal die Woche, dann waren wir ganz schnell bei zweimal die Woche. Genau. Und wann hat es dann angefangen, in dem Sinne erfolgreich zu werden, als dass man euch gerne zugehört habt? Also dass dann die ersten Shows, die kleinen in Berlin waren und dann wusste man, weil ihr wart ja vor allen Dingen am Anfang so ein richtiges Berlin-Ding, ne? Man hat euch in Berlin einfach gekannt und gefeiert. Das dauerte ewig. Ewig? Ja, weil jetzt reden wir gerade so vom Januar 90. Mhm. Januar 90. Januar 91. Nee, Januar 91. Wir reden Januar vom Januar 91 und das erste offizielle Konzert war am 4. Oktober 91. Da sind wir zum ersten Mal aufgetreten. Mhm. Wir hätten eigentlich am 3. Oktober auftreten müssen, aber da hatte Anna so eine Angst oder fühlte sich auf jeden Fall so krank, das mussten wir absagen. Okay. Sollte eigentlich die Generalprobe sein. Das wäre in der Wühlestraße selbst gewesen, in Friedrichshain, in der ersten Bar, die da aufgemacht hat, dessen Namen ich auch nicht mehr weiß, gegenüber von dem Laden Zurück in die Zukunft. Und Ulf, so von deiner Perspektive, du hast die beiden dann gesehen und hast die Musik gehört. Und wann war wie war erst das zu sehen? Du hast gesagt, du warst gerade Freund davon, aber wie war das dann für dich? Hey, das ist mein Partner und der macht da gerade wahnsinnig coole Sachen. Ich will da jetzt auch Teil von sein. Wie hat das angefangen, eure Zusammenarbeit, die bis ja heute anhält? Ganz ehrlich, absolut ohne irgendeinen Plan, weil also meine Geschichte war ja so, dass ich habe Rosenstolz wirklich über alles geliebt. Von Anfang an habe ich das so, das war, ich habe das auch so ernst genommen wie nichts anderes in meinem Leben bisher. Mhm. Es ist halt, aber das kapiert man irgendwie gar nicht, wie ernst man das nimmt. Ich dachte halt, ja, das ist ja aber trotzdem Peters Ding. Ich werde Schauspieler. Ich bin ja auch erstmal dann auf eine Schauspielschule gegangen und habe das dann auch weitergemacht und ich glaube, das man muss dazu sagen, bei Rosenstolz war es so, Anna und Peter haben anfangs also viel hat Peter alleine geschrieben und viel haben Anna und Peter auch zusammen also Anna hat ein bisschen getextet und so und ich bin wirklich erst ab der dritten oder vierten Platte dazugekommen, also das war vorher. Ich war involviert, dass ich jetzt irgendwie, ich habe trotzdem davon geträumt. Das war für mich so wichtig. Es ging mir auch ganz nah, weil Rosenstolz hat ja irre polarisiert von Anfang an. Und ich konnte deswegen nicht schlafen mit Peter. Du konntest deswegen nicht mit mir schlafen? Nee, deswegen nicht schlafen. Nein, aber. Schön, dass wir es mal geklärt haben. Wegen diesen schon oft besprochenen ersten Schwutzauftritt, wo wir so ausgebuht wurden. Und ich habe das halt auch nie als Anna und Peter gesehen, sondern es war immer ein Wir. Mhm. Ja, und ich glaube, dass wenn man so etwas anfängt, dann weiß man natürlich gar nicht, wie geht es weiter so in 30 Jahren oder so. Aber es war damals schon total offensichtlich, dass Ulf viel besser als Anna oder ich ist in der Dramaturgie. Was für damals einfach nur hieß, wenn wir einen kleinen Auftritt irgendwo haben, welche 5 Songs spielen wir denn? Und in welcher Reihenfolge? Und das war dann, da kam dann immer, also da fingen wir dann an, uns zu reiben und so, und dann habe ich gemerkt, ach, das macht Ulf totalen Spaß. Und dann ist es halt auch der Austausch. Wie gesagt, ich habe es ja dann als Schauspieler probiert und es hat nicht funktioniert.
Und trotzdem, und es hat auch deswegen nicht, wahrscheinlich kann man auch nur eine Sache so sehr lieben im Leben. Mhm. Und ich habe am meisten wirklich Rosenstolz geliebt. Und ich konnte das auch meinen Eltern gar nicht erklären, weil, wie gesagt, Rosenstolz war lange, lange Zeit überhaupt nicht erfolgreich. Ne? Das war eigentlich wie so ein Hirngespinst von uns. Also wir haben da die ganze Zeit darüber geredet und haben uns so reingesteigert, lustigerweise auch mit all unseren Freunden. Mhm. Und ich kam wirklich erst so ab 95, 96, dass wir richtig angefangen haben, Lieder zusammen zu schreiben und zu texten. Und das ist wirklich einfach so passiert, ich mach mal einfach mit oder ich habe eine Idee oder wir haben schon damals irgendwie von irgendwelchen Filmen, die wir gesehen haben, Zeilen mitgeschrieben. Und ich weiß nicht genau den Punkt, aber irgendwann habe ich dann mitgeschrieben und Anna hat halt irgendwie immer weniger mitgeschrieben. Da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Wie hat sie darauf reagiert, als aus diesem Zweier-Ding so ein Dreier-Ding wurde, obwohl ja klar war, dass Ulf dann, wenn es ja in deiner Partei ist, ohne dass da vermutlich zwei Parteien waren, aber es war trotzdem, hat ja sich die Dynamik dann verändert. Na gut, das kann natürlich im Endeffekt nur Anna selber beantworten. Ich glaube, dass sie das am Anfang eigentlich gar nicht gestört hat, weil wir hatten damals unser Entdecker sozusagen, das ist der Tom Müller, der ist jetzt über 80 Jahre alt und wir sind immer noch richtig Freunde und eigentlich war das so mein Mentor in den 90er Jahren, also schon fast wie so ein Vater. Mhm. Und der hat immer gesagt, das Schwierigste ist das zweite Album und noch schwieriger ist das dritte Album. Und wenn du jung bist, kapierst du das erstmal nicht. Aber genau so war es, weil das erste Album ist ganz leicht. Das erste Album, da schreibst du über Sex und Liebe und was du alles so machen willst und so. Und dann stellst du aber irgendwann fest, dass so interessant ist das aber alles gar nicht. Du musst ja auch noch andere Sachen zu erzählen haben und so. Und dann ging das nicht mehr so schnell. Also am Anfang die Lieder zu schreiben, das hat manchmal eine Stunde gedauert und fertig war's. Mhm. Und irgendwann wird das halt Arbeit. Das ist also vornehmlich das Texten, nicht die Musik machen oder die Melodie erfinden, das fällt uns leicht, das können wir auch heute noch zwei oder drei am Tag, aber die Texte, das ist halt das, wo man sich quält und dann auch streng sein muss und das wieder wegschmeißen muss und so. Und ich glaube, das hat natürlich Ulf und mir total Spaß gemacht. Mhm. Ja. Das ist jetzt über 30 Jahre her. 95 hast du angefangen, dass du da mitgeschrieben hast. Ungefähr, ne? Ja, Tom Müller kam dann und der war ja auch, das sieht man auch ganz toll in eurer Doku, ne? Ihr habt ja dann auch bei dem gewohnt, glaube ich, oder er hat euch zumindest eine Wohnung zur Verfügung gestellt, wo er dann umsonst wohnen konnte oder zumindest sehr preisgünstig. Nee, bei Tom war, der hat uns das Hansa Tonstudio klar gemacht. So was. Tom war früher der Chef der Hansa Tonstudios, als er Depeche Mode waren und David Bowie und bei U2, oder? Das weiß ich gerade nicht. Nee, Achtung Baby, das haben die ja unten schon gemacht. Also auf jeden Fall bei David Bowie und so. Und der hat uns sozusagen entdeckt und hat dann das erste Album, durften wir immer im Hansa Tonstudio, im Studio 1 hieß das damals, hinten aufnehmen. Und das hat alles Tom vorfinanziert, alles bezahlt. Das war Wahnsinn. Und wann war dann so der Punkt, war das Liebe ist alles, wo ihr wusstet, okay, jetzt wird's richtig groß oder war das vorher schon abzusehen? Also wie erklärt man denn das jetzt, ohne dass es irgendwie komisch klingt? Wir waren da vorher ja schon eigentlich wirklich erfolgreich. Das ist nur mit Liebe ist alles wahrscheinlich erst so richtig in dem Mainstream, was immer, ich hasse das Wort Mainstream. Mhm. Ich finde das auch eine Folge wert. Ich finde Mainstream, ich weiß immer gar nicht, was das sein soll. Mainstream ist so ein wirklich dummes Wort eigentlich. Mhm. Also wenn was toll ist, an der neuen Zeit ist, dass es das Mainstream immer mehr verschwinden wird, so wie Radio irgendwie nicht mehr ganz so wichtig ist, weil die Leute alle ihre Sparte haben oder halt eben auch mit Fernsehen. Ne? Es gibt halt nicht mehr das Mainstream-Fernsehen. Und ich glaube, das Tolle war, dass wir davor, wir hatten ja schon von jeder CD über 100.000 Stück verkauft, unsere Tourneen waren ausverkauft und voll. Deswegen, glaube ich, hatten wir diesen Mut, so ein Kitsch-Song wie Liebes Alles auch wirklich einfach als erste Single zu machen, weil wir gesagt haben, es ist ja eh schon egal, die spielen uns ja eh nicht im Radio. Mhm. Und damals seid ihr dann reingekommen in die Radios auch einfach. Ja, mit dem Song. Lustigerweise
an so einem Punkt, wo keiner mehr richtig dran geglaubt hat. Also die Plattenfirma hat nicht dran geglaubt, dass es nochmal irgendwie eine neue Tür aufgeht und aber auch alle um uns herum. Ne? Das war so, es ging immer so ganz stetig bergauf und dann so 4 Jahre stagnierte es. Von ich glaube 99 bis 2003. Aber es war auch eine komische Zeit. Erinnerst du dich, dass ein bisschen so wie jetzt? Also jetzt ist die Zeit noch viel schlimmer. Viel schlimmer. Aber es war, trotzdem gab es diesen Irakkrieg. Und Anna und ich haben einen Song gemacht, der hieß Was kann ich für eure Welt? Und der war auch und dann mit so Aufklebern No War und das war halt auch so ein Statement und war gleich dann, erinnerst du dich? Ich erinnere mich an alles. Nicht nur das, es war, was parallel auch war, es wurde in den 90ern und auch Anfang der Nuller, es wurde keine deutsche Musik gespielt im Radio. Ne? Also das war wirklich so, es gab auch keine deutsche Popmusik. Liebe ist alles fiel nämlich genau irgendwie in die Zeit, es gab die neue deutsche Welle. Also das war Russenstolz, es hieß auch immer, dass wir so die Urgroßväter und also Mütter, es hieß nur die Großväter. Die Großväter. Also jetzt Urgroßväter, ja, du machst es ja noch älter. Nein, aber nee, dass wir halt die Anführer von so einer neuen deutschen Welle waren, weil wir schon ganz früh mit Popmusik in den 90ern angefangen hatten wieder. Und dann gab es halt die Bands wie Wir sind Helden, Juli. Und auch dann Silbermond und so. Und das war dann sowas ganz, so eine neue Welle, die dann auf einmal lief man im Radio. Ne? Mhm. Also deutsche Musik wurde im Radio gespielt und Rosenstolz halt eben auch. Ne? Also das war vorher undenkbar. Ja. Es gibt einen Moment in der Doku, wo du zu Anna sagst, jetzt bist du ein Star. Mhm. Und war das dann auch so, dass sich euer Leben mit diesem Mainstream-Erfolg wahnsinnig geändert hat und vor allen Dingen ja auch eure Beziehung? Also man hat sich so kennengelernt, war broke in Berlin und dann arbeitet man auf einmal zusammen und dann wird es so richtig groß und man stellt fest, oh fuck, jetzt sind wir wirklich Stars. Wie hat da eure Beziehung, welche Dynamik hat das genommen? Du meinst zwischen Anna und mir oder zwischen Ulf und dir? Aber es ist ja erst Liebespaar und dann wird man auf einmal Geschäftspartner und dann wird es erfolgreich, dann kann man was verlieren, dann ist man aber immer noch zusammen. Also das stelle ich mir wahnsinnig heikel vor. Ich fand es eigentlich, gestern Abend habe ich so ein Interview von Benny und Björn gesehen, was die gerade für die BBC gemacht haben. Und die haben dann auch so, und die sind ja nun wirklich richtig, man würde sagen, alt. Ach so, meinst du? Und richtig. Und die sehen sich halt auch noch mehrmals die Woche, was ich überhaupt nicht wusste. Und die gehen Schweden aber. Schweden ist ja auch klein, da gibt es weniger Leute, ne? Ja, ja. Und die gehen aber nicht abends zusammen essen und feiern, aber die haben diese Gewohnheit dadurch, dass sie sich ständig sehen. Und deswegen, ich hole deswegen so aus, weil ich dieses Wort Geschäftspartner so schlimm finde, weil über sowas denken wir noch nicht mal heutzutage nach. Und haben wir damals auch nicht nachgedacht. Also das wir hatten ja keinen Businessplan oder so Geschäft. Das ist eh so was Fürchterliches. Dass man muss das mitmachen. Man muss sich auch drum kümmern. Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Das sage ich auch immer den jungen Künstlern jetzt. Man muss sich auch selber, sich diese blöden Zahlen angucken und so. Aber das war nie unser Ding. Ich glaube, wir waren eigentlich eine ganz normale. Ich glaube, unsere Beziehung hat sich eher dadurch verändert, weil wir einfach so jung zusammenkamen und dann gemerkt haben, da gibt es noch andere Sachen, oder? Naja, ich würde sagen, also erstmal war es so, dass wir, wir haben wirklich für Rosenstolz gelebt. Ne? Mhm. Also das war, ich sage auch immer, das war unser Kind, so unser gemeinsames Kind wir haben alles gemacht. Also wir haben eigentlich immer gedacht, oh, die nächste Platte muss es werden. Die nächste Platte wird der Durchbruch. Die nächste Platte wird unsere beste. Also wir haben wirklich, das nächste Video muss noch besser werden. Wir waren auch bald, wir haben uns so angestachelt mit Ehrgeiz. Und es ging aber wirklich immer darum, es ging wirklich immer um Rosenstolz und gar nicht so der Erfolg, das war was Schönes und sowas, aber eigentlich auch um die Qualität, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber es ist doch eigentlich alles Qualität so, ist doch jetzt und, nicht und, anders. Ne? Genau, und unsere Beziehung war halt eben, guck mal, Peter war mein erster Freund, also ich habe davor
nie einen anderen Mann wirklich gehabt. Mhm. Es war so, was unsere Beziehung wirklich verändert hat, das ist ganz ehrlich, das war der Sex. Der mhm. Sex, der dann halt einfach nicht mehr funktionierte und der einfach nicht mehr da war. Also Liebe, Sex, Tod. Ja, und die Liebe war, die Liebe war nie das Problem. Also wir haben, also ich meine, die Liebe ist ja auch da geblieben und ändert sich, aber da war auch eine, ich muss auch ehrlich sagen, es stimmt auch nicht, wenn man sagt, die Leidenschaft fehlte, weil die Leidenschaft, irre Leidenschaft zwischen mhm. uns und ein irres Feuer, leider keine Sexualität mehr. Und daran, das ist natürlich dann, vor allem wenn man jünger ist, hat man die Sehnsucht danach, dass diese Liebe und Sex, dass das irgendwie zusammen verschmilzt. Und ich glaube, das war immer im Hintergrund bei uns. Und ich glaube, das war auch irgendwann der Punkt, warum wir auseinandergegangen sind, weil wir irgendwie den Wunsch hatten, ja, jemanden anders zu finden, wo das vielleicht zusammengeht. Mhm. Es ist, das ist der Punkt. Also ich glaube, das Karrieremäßige, das war so, klar, das war wahnsinnig. Also Peter hat seinen Burnout gehabt mhm. und ich hatte einen Co-Burnout und wir sind durchgedreht. Aber ich glaube, es lag eher daran, dass wir, unsere Beziehung hat sich verändert, weil der Sex auf einmal fehlte. Das ist meine Meinung. Und woran macht ihr es fest? Warum hat er dann einfach gefehlt? Zu viel Arbeit oder? Wenn es so einfach wäre. Das ist so, dann hätte man weniger gearbeitet. Ja, ich glaube, das ist also wichtig ist jetzt für die uns zuhören, zu sagen, dass natürlich jedes Paar das alles für sich ja. selber definieren ja. muss. Ne? Also ich kenne selber so viele Paare, die definieren sich als Paar und die haben auch keinen Sex. Ja. Und das ist doch völlig in Ordnung. Es geht ja nur diese beiden was an. Mhm. Also ich finde, man muss weg von diesen Denkmustern, wie eine Beziehung zu funktionieren hat. Ich glaube, das ist ja der große Vorteil von uns allen hier, die hier leben, dass wir das ja immer wieder neu definieren dürfen. Und deswegen gibt es viele, viele Paare, die sind zusammen und haben gesagt, wir haben keinen Sex oder wir kennen noch Paare, da hat der eine noch Lust und die andere nicht oder der andere nicht und so. Das gibt's ja alles. Ist halt ein Tabuthema, ne? Also, ja, es ist, weil früher bei dieser eklige Satz, ist das Bett kalt, ist die Beziehung aus, ne? Totaler Quatsch. Ja, das meine ich ja. Also, totaler Quatsch. Das ist mir nur wichtig, Du kannst auch wirklich wie Geschwister zusammenleben und eine wunderbare Beziehung haben. Ja. Also, das ist so, und jeder hat ja irgendwie auch ein anderes Interesse irgendwie sexuell. Ich meine, jeder hat unterschiedliche Libido. Ich finde auch immer so dieses, ein Paar muss mindestens ein-, zweimal die Woche oder mindestens dreimal die Woche, sonst ist es nicht mehr. Das ist alles, finde ich, wirklich Baller. Dann hat ja nicht Katja, wie heißt sie gesagt, sie braucht 16 Mal die Woche. Und das konntest du mir einfach nicht bieten. Wer? Genau, und da... So ein Reality-Star. Also, da bin ich raus aus der da muss ich ganz wirklich sagen, da kriege ich sogar das Grausen. Ja, also dieser Sexdruck. Ja, aber jetzt zurück. Zurück zu uns. Nee, zurück zu ja, Ich fand, um da einzuhaken, ich fand das wahnsinnig erfrischend gerade, weil das ist was meiner Generation, der ist nur noch Hype und viral und TikTok, dass eure Musik so eine lange Halbwertszeit hat, weil vermutlich ihr nicht nach dem Erfolg gestrebt habt, sondern einfach die Kunst zu verbessern, was Ulf ja auch gerade gesagt hat, es ging euch immer um die Sachen, um die Kunst und das immer voranzutreiben. Und heute hat man das Gefühl, und ich glaube, deshalb ist es auch immer schlechter, also ich arbeite ja im Radio und selten höre ich die Songs, die dann auch da wirklich laufen, weil die ja alle auf Algorithmus getrimmt sind und keins darf mehr länger sein als 2,30 und Hauptsache ist es funktioniert auf TikTok und da baut man sich einfach virale Hits zusammen, ohne dass man wirklich an der Kunst interessiert ist. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zu euch damals vermutlich. Ja, das ist, also wenn ich jetzt sage, dass das immer noch unser Hauptproblem ist, klingt es gerade schon wie ein Witz, aber es ist tatsächlich so. Ne? Es war damals schon fürchterlich. Deswegen meinte ich das vorhin mit Mainstream. Aber ist ja nun mal auch Mainstream, oder? Aber bei Aber, wenn du dir Gimme Gimme anhörst, ist ein, ich müsste es jetzt auszählen, aber ich mindestens 24-taktiges Bass-Solo mitten im Song. Das würde heutzutage kein
jetzt hätte ich beinahe ein schlimmes Wort, wo es gebiept hätte, kein Sender mehr spielen, weil sie würden sagen, schneidet doch mal dieses Bass-Solo ja. raus. Und das bei ABBA, die ja nun wirklich nachgewiesenermaßen sehr beliebt sind. Ja. Ja. So, und das ist etwas, du darfst, was, mach mal irgendeinen Song mit einem Saxophon-Solo, dann kommen die Sender und sagen, das geht so gar nicht. Mhm. Gitarren-Solo geht nicht. Eigentlich geht gar kein Solo mehr. Es geht nur noch, das nennt man einen Riff, also ein monotoner Klang, der immer dasselbe ist. Und das spielen dann die Radiosender halt gerade noch. Und das ist natürlich für uns als Kreative ganz fürchterlich, weil man kriegt dann immer so eine Schere im Kopf gepflanzt, ach, wir dürfen das jetzt ja nicht machen, weil sonst. Und deswegen haben wir jetzt gerade so viel Freude, weil wir jetzt Musicals machen, weil da keiner ist, der uns irgendwas sagt, weil Musicals wird eh nicht im Radio gespielt. Also können wir es einfach so machen, ja. wie wir wollen. Und lustigerweise hören die Leute sich das dann an. Ja. Also was das Ganze so völlig, es ist so, wird alles so runtergebrochen, auf wie du sagst, auf 2:30, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Es ist traurig. Wenn ihr übrigens für jegliche Rolle mal eine Ersatzstimme braucht, ihr habt uns ja die CD geschenkt von Romeo und Julia und wir haben das alte Auto von Sophies Oma geerbt, das einen CD-Player hat. Das heißt, es läuft seit 2 Monaten auf Dauerschleife, Romeo und Julia, alle Songs runter und Sophie kann wirklich jeden Song von vorne bis hinten mitsingen und liebt jede Sekunde daran. Das finde ich. Also, ja. Ist so. Danke. Ulf kann das manchmal nicht so mit so Komplimenten umgehen. Ganz schlimm für Ulf. Ja. Ich hab dich einmal auf der Straße getroffen, da haben wir kurz über Kudamm 56 gesprochen und dann habe ich gefragt, wie es läuft und dann habe ich nur gesagt, es freut mich so, dass es läuft und das ist ja wirklich gut und dann meinte so, ja stimmt, das ist wirklich super gut. Das war so besser. Ja, ich weiß. Ich habe gemerkt, wie unangenehm das einfach ist gerade. Warum ist das eigentlich so? Ja, warum ist das so unangenehm? Komplimente. Ich überlege jetzt gerade, das ist so, ich bin echt auch ganz schlimm. Also bei mir ist, also das ist noch was anderes. Du erzählst mir von Romeo und Julia und für mich ist Romeo und Julia schon wieder irgendwie Vergangenheit. Das ist auch was ganz Komisches. Ich bin immer in der Zukunft mit den Projekten. Gegenwart heißt das. In der Gegenwart. Und in der Zukunft, also auch in Zukunft, also jetzt bin ich zum Beispiel in dem neuen Projekt, für das wir schreiben und ich habe irgendwie, ich muss immer so loslassen und dann, mir tun ja auch die, wenn ich mal sage, unsere CDs oder unsere Alben sind dann so wie kleine Kinder, die werden dann von mir ein bisschen verwahrlost und ich habe dann gar nicht mehr so viele Gefühle dafür. Ist aber auch, glaube ich, ganz gesund. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich kann es nicht richtig sagen, warum ich nicht so schlecht mit Komplimenten umgehen kann. Also das ist so, wahrscheinlich habe ich nicht genug Selbstbewusstsein darauf. Oder nö, ich hab keine Ahnung, du hast was genug Selbstbewusstsein. Ja? Nein, ich glaube, ein Kompliment setzt sich unter Druck. Weil du dann immer denkst, das nächste muss auch so gut sein. Ist es. Und das gute Analyse. Stimmt. Ja. Und das ist halt natürlich so etwas, was, wo ich vorhin, als du von Rosenstolz erzählt hast, dachte, aber ehrlich gesagt, Ulfi, hat sich doch gar nichts geändert. Jetzt schreiben wir auch das dritte, also wenn man Bibi und Tina mal weglässt, das dritte Erwachsenen-Musical sozusagen. Und natürlich ist immer der Anspruch, man geht doch als Künstler nicht an irgendwas ran und sagt, so, jetzt mache ich mal irgendwas, das ist nicht so wichtig. Oder jetzt mache ich mal irgendwas, das soll schlechter sein als das davor. Dann würde ich morgens nicht aufstehen können, weil ich will eigentlich natürlich immer, dass es noch mehr anders wird. Es muss nicht unbedingt besser werden, aber anders. Also unsere Handschrift aber anders. Das ist immer das. Oh, das ist, und das ist wirklich, also ich setze mich irre unter Druck und das geht nicht weg. Das ist in meiner Personalität, also dass ich Ich schlaf ganz schlecht momentan. Ich meine, hast du eigentlich den Tipp von? Nee, den Tipp von Juli hat mir so einen tollen Tipp gegeben mit dem. Das nicht gemacht. Es ist wirklich so, dass ich es nicht schaffe. Also Juli hat mir erzählt. Wie weit bist du gekommen?
Haben wir das überhaupt erzählt? Also Juli hat erzählt, den besten, also erstmal irgendwie dreimal tief durchatmen. Genau, dann geht mein Gedanken eine Strecke ab. Im Gedanken eine Strecke abgehen, die man wirklich aus dem Kopf kennt. Genau. Ich habe das versucht, das hat mich so nervös gemacht. Ich bin sofort ausgestiegen. Du hast gesagt, man muss sich konzentrieren. Das ist eine Geisteskraft, können. Ja. Ja, Geisteskraft. Ich habe wahrscheinlich keine Geisteskraft. Also ich schlafe seit 3 Wochen wirklich irre schlecht und das liegt nur daran, weil ich mich so unter Druck setze für das neue Projekt. Zum einen liebe ich es, zum einen kann ich es kaum erwarten, Peter wiederzusehen am nächsten Morgen, weil das Blöde ist, dass ich bin nachts kreativ aktiv und dann kommen die ganzen Gedanken. Das ist aber nicht gut, weil ich dann nicht schlafen kann. Früher haben wir halt eben deswegen auch, also wir haben nächtelang durchgequatscht oder halt eben auch nachts noch Musik gemacht, weil wir, Peter hat das glaube ich auch, und es ist natürlich irgendwie, das schafft man dann irgendwann nicht mehr, und momentan bin ich wieder so durchgedreht, ich merke das richtig, und andererseits glaube ich, muss ich es wahrscheinlich akzeptieren, dass es so ist, es wird immer so bleiben, das ist ja auch unser Antrieb, also ich bin jetzt gerade wieder so, dass ich sage, das muss unser allerbestes Ding werden, komm hier auch am nächsten Morgen ins Studio und sag, Peter, das ist noch nicht gut genug. Wir brauchen noch einen besseren Song. Und glaubt ihr, dass ihr jemals zum Arbeiten aufhören werdet? Weil so wie das klingt, ist dieser unermüdliche Antrieb ja immer da. Und Kreativität kann man ja bis ins hohe Alter einfach machen. Also glaubt ihr, dass ihr jemals sagen werdet, nee, hier legen den Stift jetzt ab. Das war die letzte Zeile von unserem letzten Album. Und jetzt machen wir einfach nie mehr was. Auf keinen Fall. Also ich will immer weitermachen. Ja. Und auch mit Ulf. Und weil das ist für mich das Schönste überhaupt, aber mich wird es auch nie aufhören, dass mich dann Ulf natürlich immer so nervt und dass ich sage, Ulf, das, was wir gestern gemacht haben, ist super, natürlich ist es noch nicht fertig, wir haben es ja gestern erst angefangen zu machen, und Ulf will immer sofort das Ergebnis haben und setzt mich damit auch immer tierisch unter Druck, weil er einfach nicht mal irgendwas beiseite legen kann. Nee. Und das ist so. Ich drehe dann richtig durch. Und die Frage ist dann immer nur, lasse ich mich auch an, also drehe ich mit durch, aber das hilft ja gar keinem. Mhm. Also sage ich dann, Ulf, das ist gut, glaube mir. Und jetzt machen wir aber erstmal was anderes. Mhm. Aber gleichzeitig brauche ich auch gerade zu Ulfs Energie, der ist halt total, ich sage immer, Ulf hat alles so, ich weiß jetzt, also alles, was man so haben kann. So, so beim Meeting mit 15 Leuten fragt er dann irgendwie, du Matthias, du musst mir noch meinen Flug buchen. Wo ich dann denke, Ulf, das gehört jetzt hier wirklich nicht hin. Aber das ist so, was Ulf im Kopf hat, das muss er dann sagen. Ja. Und das ist irgendwie auch eine Qualität, weil in unserer Gesellschaft verlernen wir das natürlich auch irgendwie. Und aber jeder, der Ulfi kennt, findet es ja dann auch irgendwie lustig. Ja. Und oft bringt es aber auch was nach vorne, weil dann hast du andererseits Meetings, wo die Leute dich fragen, wo du dann denkst, ja, warum fragen sie denn das? Das können sie auch selber mal erledigen. Aber es ist auf jeden Fall. Übrigens, Ulf sucht noch jemanden, der ihm Flüge buchen kann. PA, oder? Ich suche vieles. Auf so ein Personal Assist? Ja, ja. Naja, wir beide. Wir brauchen eigentlich jemanden. Dann nimmt sich wieder so raus. Aber ich fliege nicht ja Reihe. Nicht. Nein, aber das klingt jetzt wirklich so dekadent. Aber es ist wirklich, es ist eigentlich was also, aber klingt, aber es ist trotzdem die Wahrheit, ne? Ist die Wahrheit. Ich suche jemanden. Nein, ich meine, dass du auch. Hast du dir schon mal selber einen Flug gebucht? Ja, ich habe es versucht und bin nicht ganz durchgekommen. Also ich bin da richtig beschränkt im Kopf. Also ich habe auch nicht die Geduld und sowas. Und dann ist das für mich irgendwie so, oh nee, das mache ich jetzt nicht. Da frage ich dann lieber unseren Matthias oder irgend sowas. Also es ist so, was ich sagen, du triffst uns hier gerade irgendwie, also es ist ja unser zweiter Podcast und aber wir sind gerade hier irgendwie wirklich in so einer ganz intensiven Anfangsphase, also in jedem Anfang ist ja irgendwie ein Zauber und wir fangen halt gerade ein neues Projekt an. Mhm. Und lustigerweise, das habe ich gestern auch gesagt, es ist, man denkt ja irgendwie, wenn das so wehtut, ne, wenn man nachts nicht schlafen kann, wenn man sich so unter Druck setzt und wenn man sich so reibt wegen einem Wort, dass es irgendwann besser wird im Leben, dass man irgendwann weiser wird und irgendwann aber auch selbstbewusster, irgendwann ja, wir haben doch schon so viel Tolles gemacht oder auch oder so viel Erfolgreiches oder wie auch immer.
das hört nicht auf. Mhm. Das Gefühl bleibt dasselbe. Es tut genauso weh am Anfang, dass man wirklich vor einem weißen Blatt Papier sitzt und denkt, diesmal wird's nichts. Und dann so erfasst mich eine Wahnsinnspanik. Und Peter aber auch. Ich merke das. Also das und das ist, glaube ich, unsere Kraft, dass wir irgendwie. Aber das sagen ja auch ganz, ganz viel Kreative. Also auch bei mir ist es so, die ersten Moderationen, die ich hatte und als ich dann meine eigene Sendung hatte, jedes Mal dachte ich, wenn ich mich einmal versprochen habe oder in der Moderation nicht so gesessen hat, ja gut, morgen kommen sie drauf, dass ich ein Scharlatan bin, dass ich das überhaupt Hochstapler, nicht kann. Ne? Hochstapler-Syndrom, genau. Mhm. Und ich finde, ich kann nur von mir sprechen, ich bin ja völlig am Dienstag bin ich völlig größenwahnsinnig und denke mir, ja, gib mir Wetten, das, morgen moderiere ich das weg. Ja. Und am Mittwoch denke ich mir, um Gottes Willen, ich werde nie wieder hier in das Mikro treten. Ich habe gerade die Pointe versaut. Ganz Deutschland habe ich jetzt Scheitern gerade gehört. Ich kann das nicht. Ich muss. Es ist ja ein ständiger Kampf mit sich selbst, von völliger Selbstüberschätzung zu das Gegenteil davon. Das ist ja aber so ein kreatives Ding, was vermutlich ganz, ganz, ganz viele haben. Also ich kenne niemanden, der von sich so überzeugt ist und sagt, ja egal, ich bin der Größte, Beste und dann, ob der dann wirklich gut ist. Also sagen schon viele, aber... Das haben wir auch halt extrem. Ja. Ich denke auch, jede gute Melodie, die wir geschrieben haben, dass die geklaut ist. Ich weiß noch, bei der Moment, das ist so ein Als Rosenstolz-Lied, habe ich jahrelang darauf gewartet, dass wir verklagt werden, weil das irgendwoher geklaut ist. Zum Glück haben wir bisher immer Glück gehabt. Und natürlich, wie geht der Satz, der Künstler klaut, der Amateur imitiert. Picasso hat mal gesagt, der Amateur versucht das so nachzuahmen und der richtige Künstler klaut einfach knallhart. Und natürlich ist es ja in der Popmusik, ist es ja so. Unsere Aufgabe ist es ja geradezu, das Populäre fortzuführen. Das ist ja Popmusik und das ist ja auch das, was uns daran so einen Spaß macht. Und jetzt sind wir in dieser Phase, wo wir uns natürlich sehr an der Klassik bedienen das Spaß, das hört halt nie auf. Aber je länger du diesen Beruf machst und dann auch hörst, daher haben aber das geklaut oder selbst oder die Beatles das ja auch. Also wir führen das ja alle immer nur irgendwas fort und das macht ja daran so einen Spaß. Aber dieses Ding, dass du morgens aufstehst und denkst, ich kann wirklich gar nichts. Oh, das kennt jeder, oder? Das ist so schlimm. Das ist so schlimm und das ist ja auch beim Texten und sowas. Mhm. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist so dieses Melodiemachen. Also es gibt auch Tage, wo mal gar nichts kommt, aber das ist wirklich, Melodien fliegen uns irgendwie eher zu, dass das kommt irgendwie, das kriegen wir hin. Aber Texten finde ich irgendwie irre. Und dann denkt man auf einmal, es kommt nie wieder ein Einfall und ich werde nur noch uns selber kopieren. Also das ist das Allerschlimmste. Das ist das Allerschlimmste, Schlimmste ist, wenn man nicht andere kopiert, sondern irgendwie selbst, immer wieder dasselbe macht und total langweilig wird, belanglos und nicht relevant. Das finde ich halt auch noch. Dass man, ja. Und ist es bei euch auch so, Ed Sheeran hat es in seiner Doku mal gesagt, dass du als Songwriter am Anfang ganz, 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 ganz viel Texte schreibst und Melodien schreibst und die sind alle nichts. Also er hat das so beschrieben metaphorisch mit so einem Wasserhahn, der erst verstopft ist und du drehst ihn auf und am Anfang kommt nichts durch, egal wie der Mann aufdreht und irgendwann aber platzt das Gestein und dann kommt das ganze Wasser und die ganzen klaren Hits kommen dann einfach raus. Ist es bei euch auch so, dass ihr so Phasen habt, wo eins nach dem anderen aufgeht, weil ihr, warum auch immer, so im Flow seid und manchmal habt ihr Monate, wo gar nichts geht oder seid ihr einfach in so einem Stadium, wo man schon so viel gemacht hat, wo man das Spiel mittlerweile schon echt kennt und durchgespielt hat, dass man weiß, okay, man schreibt jetzt vielleicht keine Platin-Single, aber wir wissen, das wird so und so gut, weil wir es jetzt liefern müssen. Ich glaube, weder noch, ne? Also ich glaube, bei uns ist immer, es geht so jeden Tag um alles. Mhm. Ich hasse es, wenn wir um 8 Uhr aufhören und der Tag führte zu nichts und man hat kein Ergebnis. Oh, das finde ich ganz schlimm. Wir haben ja nicht diesen, wir sind ja keine, nicht wie Ed Sheeran, der schreibt ja ständig Welthits und so. Mhm. Diesen Druck haben wir zum Glück überhaupt nicht. Aber ich liebe auch diesen Moment, früher bei den Alben, jetzt beim Musical, wenn du so ein Grundgerüst hast und weißt, es geht in die richtige Richtung. Und dann stellt sich meistens so eine Phase ein bei uns, wo es dann so läuft. Mhm. Weil man weiß, okay, jetzt haben wir das wie so ein, wenn du ein Haus baust und wenn du diesen Keller hast. Und ich glaube, diese Woche haben wir den Keller gefunden. Und Fundament. Echt jetzt? Ja.
Ach, ist schon wieder so pessimistisch? Nee, ich glaube, wir brauchen noch 2 Wochen fürs Fundament. Ach, das ist so typisch, Ulf. Frag uns mal nächste Woche. Das ja, nein, das ist so. Aber ich glaube, es gibt auch, es ist ein bisschen so wie wenn man eine Grippe hat oder sowas und am Anfang einer Grippe denkt man ja auch die ganze Zeit irgendwie schlimmer, also das ist so schlimm diesmal und ich schaffe das nicht, obwohl man schon 100 Grippen hatte oder 50 jedenfalls irgendwie oder Erkältungen und sowas und das ist immer wieder ganz schlimm. Und so ist es mit den Kreativen, dass es richtig weht, es tut weh. Also das ist so, oder es geht allen Kreativen so, dass man am Anfang sich als Hochstapler, es kommt nichts mehr und man fühlt sich total wertlos. Und dann ist natürlich Euphorie, wenn man das erste gute Lied wieder geschrieben hat. Ja. Das höre ich mir dann auch irgendwie 100 Mal an, irgendwie nachts und kann deswegen nicht schlafen. Das ist ja auch wieder, wie gesagt, dann genial. So, deshalb dürft ihr jetzt bewerten, sind wir Hochstapler des Podcasts oder sind wir nach 2 Folgen schon einigermaßen im Game? Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier, oder? Oder Peter, schau mich noch an, willst du noch was sagen? Nee, ich finde das total richtig, was du gerade sagst. Der Hochstapler Ulf und der Hochstapler Peter. Und Hochstapler Julian sagen jetzt Tschüss. Sagt, dass es uns gibt. Schreibt uns gerne Feedback, was wir anders machen sollen, was ihr gerne hören wollt. Wir nehmen darauf immer Bezug. Und ansonsten hören wir uns gleiche Stelle, gleiche Zeit nächste Woche wieder. Wir sind raus. Wir freuen uns. Tschüss.